Hallöchen, ich bin Cindy, ihr findet mich auf Instagram. Ich werde diesmal das Video ein bisschen anders machen. Und zwar kommen hinten heute noch Videos, wo ich spazieren war dran. Ran. Nicht ran, sondern ran. Ich habe mir überlegt, ich habe ein paar Bilder gemacht und ein bisschen, ein paar, ich glaube, zwei Videos habe ich gemacht. Mehr jetzt nicht, ja, zwei habe ich, glaube ich. Genau. Wenn ich es nicht vergesse, erkläre ich euch dann noch ein bisschen da hinten an dem Video was. Also das eine bin ich an der Spree spazieren gegangen und das andere ist da, wo der Turm zum Beispiel zu sehen ist, ist ein Stadtpark. Ein kleiner Stadtpark. Ja. Ich habe zwei fertige Sachen. Ich hoffe, meine Katze schläft jetzt. Ich mache jetzt das Versuch, das zweite Mal ein Video zu machen. Weil ich möchte nicht so viel, dass meine Katze, also nicht, die kann im Video sein, das stört mich nicht, aber wenn ich sie laufend anmeckere, muss das nicht sein. Und sie liebt zurzeit Wolle. Was ich doof finde. Gerade ein bisschen. Genau, dann zeigen wir erstmal das Fertige. Und ich habe dann auch ein bisschen durcheinander geredet. Deswegen dachte ich, ich drehe jetzt nochmal ein neues Video. Und zwar habe ich einen Pullover für den kleinen, einen Radlangpullover gestrickt. Ich habe erst den Körper gestrickt und dann die Arme. Ich werde das vernähen erst, wenn ich was fertig gestrickt habe. Also als nächstes wieder was fertig. Ja, das ist der Pullover. Ich finde den schön. Der klappt sich hier hinten immer ein bisschen um. Aber ich denke mal, wenn er gewaschen ist, wird sich das dann auch legen. Ich denke mal, der wird ein bisschen oversizig sein, habe ich das Gefühl. Aber dann ist es so. Ich stricke ja sehr oft mal einen oversizigen Pullover. Ich halte ihn jetzt nicht ganz so lange rein, weil meine Katze ist schon wieder kurz vorm. Ich lutsche mal und gucke mal, ob ich vielleicht doch einen Faden beißen könnte. Ja. Ich werde nachher mit ihr noch ein bisschen spielen und dann könnt ihr noch wieder ein bisschen stricken. Dann lässt sie mich nämlich in Ruhe. Genau. Darauf hier dazu. Mein zweites fertiges Obi-Sache ist, ich habe die Socken ja mal angefangen, weil ich nach Cottbus gefahren bin und ihr Zug hatte Verspätung und die Straßenbahn ist vor die Nase weggefahren. Und da brauchte ich was gute Laune Socken Farbe. Und da habe ich zwischendurch diese angefangen. Yippie. Ich habe hier, jetzt muss ich gucken, hier. Nee, hier ist es nicht. An dieser Socke, zeige ich euch, habe ich ein kleines bisschen Loch. Ist nicht dolle, aber ein bisschen. Ich ziehe es auch ein bisschen so. Ich lasse das aber so. Ich vermute mal, ich habe hier zu locker gestrickt, dass ich da ein Loch habe, weil auf der Seite habe ich es mir nicht. Was ich an der Socke, was ich an dieser Wolle toll finde, hatte ich bis jetzt noch nicht. Dass zum Beispiel hier ein bisschen mehr grün ist und hier wurde es weniger oder hier mehr orange. Also ich bin kein Orange-Freund, muss ich sagen, aber ich finde die toll. Ich mag Orange eigentlich nicht so. Ich habe auch in Sachen eigentlich kein Orange, weil ich die Farbe eigentlich nicht so toll finde. Aber so finde ich sie schön. Oder mal ein bisschen mehr Gelb und dann wieder, das ist aber auf der anderen Socke. Auf der anderen, na gut, hier ist ein bisschen mehr gelb und andere Seite ist dann weniger gelb. Das finde ich eben schön an der Socke. Hier kann man es sogar noch besser sehen. Hier ist mehr gelb und dann, wenn ich es umdrehe, ist es mehr orange. Oder hier ein Stück Streifen grün und dann hört es da hinten auf. Ich finde das so toll.
Die sind leider schon fertig. Ich hätte gerne noch länger an die gestrickt, muss ich sagen. Aber ist nicht schlimm. Es kommt jetzt eh in dieses Video zwischendurch noch was anderes an Socken. Ich werde jetzt fünf. Sechs Paar Socken werde ich so nach und nach auf die Nadel nehmen. Also nicht alle auf einmal, aber dazu erzähle ich euch dann noch mehr. Ich habe gerade gedacht, ich habe euch die Anleitung vergessen zu zeigen, aber nein, habe ich nicht. Ich zeige euch jetzt diese schöne Sache hier. Das wird eine Decke in Waffelmuster. Das Waffelmuster, die Decke, die Waffelmuster wird. Es hat schon ganz schön zugenommen. Es sind jetzt insgesamt hier zwei Knäule drin. Also 2 mal 400 Gramm Knäule. Also 800 Gramm sind schon drin. Was ich nicht schlimm finde. Das ist mein Rest. Mein Rest, was ich noch habe. Deswegen habe ich auch noch kein Video gedreht. Und ich habe von hier, wo ich das letzte Mal bis dahin, habe ich 9 Waffeln gehäkelt. Also ich kann es ja mit euch nochmal zusammenzählen. Eins, zwei, drei, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun. Ja, 9 Stück habe ich gehäkelt. Und so groß ist es schon. Ich müsste euch jetzt schwindeln. Ich habe schon mal gemessen. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher, ob das 111 cm waren oder 112 cm. Sowas ungefähr in den Durchmesser durfte die Decke jetzt schon haben. Also muss ich noch ein bisschen dran häkeln. Also ein Knäuel auf jeden Fall noch rein und ich denke mal der zweite da, also der vierte dann ein bisschen. Eigentlich wäre ja mein Plan, ich hätte die gerne bis zum Weihnachten fertig. Es sind noch 3 Monate. Dadurch, dass ich aber noch ein Poncho auf den Nadeln habe und noch ein paar Socken, die ich noch zu Weihnachten stricken, nee, 2 Paar Socken, die ich noch zu Weihnachten stricken möchte und noch einen Drachen, den ich auch noch häkeln möchte, zu Weihnachten verschenken, dann wäre ich eigentlich mit Weihnachtssachen fertig. Dazu kommt aber ja noch, dass ich dieses Mal ja noch andere Sachen anschlage. Dazu komme ich dann noch. So. Ich wickele das wieder ein und so lange mache ich Stopp und dann zeige ich euch das nächste Projekt. So, zu meinem nächsten Projekt. Ich zeige euch erstmal die Socken, weil das liegt oben drauf. Und zwar haben wir ja mit meinem Kind gesagt, wer möchte, kann da gerne mitmachen. Das ist eine kostenlose Anleitung auf Drops Design. Und zwar stricken wir die Socken, die Herzsocken. Die werden von unten nach oben gestrickt. Das stricke ich das erste Mal. Ich finde die Farben auch schön, die hier drin sind. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe gerade erst ein Herz fertig gestrickt. Das zeige ich euch gleich, wenn ich das wieder eingepackt habe. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass meine Socke zu klein wird.
Jetzt habe ich schon überlegt, ich stricke Kindersocken noch. Ich habe gerade die Mädchen gezogen, aber. Also, die Mädchen rausgefischt, sagen wir es mal so. Es gab so eine Mädchen, das andere waren Jungs. Ich halte jetzt mal die Socke so rum. Das ist vor. Ja, das ist vorne. Und das da ist das Herz. Passend zu meinen Fingernägeln. Habe ich aber eigentlich nicht so ausgesucht. Das ist das erste Herz von vorne. Und hier hinten haben wir auch ein Herz. Hinten gehen die Herze immer die Mitte hoch. Vorne werden dann die Herze verdoppelt. Dass du dann in der nächsten Runde hast du zwei Herze und in der dritten Runde also dann das nächste Mal hast du drei Herze und dann bleiben nur noch zwei Herzen. Genau. Soweit bin ich. Ich bin noch in der Zunahmerunde. Also ich muss jetzt noch ein Herz stricken und dann noch eine Runde und dann ist die Zunahme erledigt. Also ja. Ich werde mich auf jeden Fall danach noch ein bisschen ransetzen und das Herz stricken. Es wird nicht meine Lieblingsstrickart, muss ich sagen. Also ich stricke ja doch lieber Socken von oben nach unten als von unten nach oben. Wird noch mal lustig, wenn ich für Burinas Mann die stricken darf. Da habe ich jetzt schon Freude drauf dran. Die sind noch nicht mal eingeschlagen. Die kommen ja jetzt erst so. So weit bin ich. Die Wolle habe ich euch schon reingehalten. Das sind die zwei Knäuel. Das wären die Herzen und das wird außen die Grundfarbe. So, mein nächstes. Ich mache mal die Socken hier rein. Ist auch eine kostenlose, also ich stricke eigentlich immer kostenlose Anleitungen und das ist eine kostenlose Anleitung, ein Poncho, den ich stricke. Ja. Und zwar komme ich jetzt zu meinem Poncho. Poncho, den werde ich noch mal auftrennen, soweit kann ich euch das sagen. Weil da ein Fehler drin ist. Und zwar kann ich euch das erstens hat, also soweit bin ich mit dem Poncho. Erstens hat der hier irgendwie Löcher drin. Warum auch immer. Hier ist es zum Beispiel richtig und hier ist es falsch. Mit den Löchern hätte ich gelebt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit den Löchern hier, dass hier so eine großen Löcher sind, warum auch immer, hätte ich damit gelebt. Ich hätte es ja verstanden, wenn das in der Zunahmerunde wäre, aber hier ist zum Beispiel auch ein großes Loch. Und das Problem ist, ich habe, was mein zweites Problem ist, ich habe hier zwei rechte Maschen. Eine hier und eine da. Deswegen werde ich das nochmal auftrennen. Weil es soll geschenkt werden und mir würde es ärgern, wenn nur ein Fehler drin wäre, ist es okay, aber bei zwei Fehlern, nein.
Keine Ahnung, warum da der Fehler ist. Also wird das nochmal aufgetrennt und ich fange es nochmal von vorne an, den Poncho. Das nächste Mal werde ich dann Maschmarkierer reinsetzen, wie weit ich dann gekommen bin. So. Jetzt so mein nächstes Projekt. Dann mache ich noch mal kurz Pause. Und dann werde ich euch meine nächsten Projekte sagen, die ich anschlagen werde neu. Und zwar anschlagen werde ich ein Weihnachtsgeschenk. Die Sachen. Ein Drachen mit den beiden Farben. Ein schönes Muster. Ist gleich wollt, naja, aber der hat es nicht um. Garn. Also mit denen habe ich vor, die Drachen und Socken zu stricken. Ich weiß noch nicht, ob ich das setze, die nächsten dann anschlagen werde oder erstmal drei Kindersocken fertig stricke. Die Wolle für die Kindersocken werde ich euch noch nicht zeigen, weil da muss ich selber erstmal gucken, welche Farben ich aussuche und welche ich stricken werde. Genau. Ich werde auf jeden Fall Reste-Wollknäule nehmen. Ich habe genug noch von Sockenwolle, die Reste habe. Und die werde ich verstricken. Ich gucke zwischendurch mal, was meine Katze macht, aber die schläft zum Glück. Bei meinem ersten Video ging es nicht. Ich hätte dann wirklich reinschreiben müssen, Katzenstörung. Da wäre das halbe Video geschnitten, gefühlt. Nee, meine Katze hat nämlich in das andere Video laufend die Wolle reingebissen, in die Stricknadeln und dazwischen gerannt. Das wäre mir egal, das würde mir nicht stören. Aber weil meine Katze laufend die Wolle reinbeißt, habe ich dann gedacht, nein. Was ich jetzt noch vorhabe, bis zum nächsten Video den Poncho weiterzubringen und wahrscheinlich erstmal die drei Kindersocken fertig zu stricken. Wahrscheinlich werden dann erstmal die Socken dann auf Eis gelegt. Die Socken auf Eis gelegt, die Decke. Ich werde aber im nächsten Video trotzdem rein zeigen, was ich, wie weit ich gestrickt habe, mit was ich weiter gestrickt habe. Ja. Also heute habe ich noch weiter vor, an die Socken zu stricken. Das ist mein Plan. Möchte gerne zumindest noch so weit stricken, bis ich die vorne die Spitze zugenommen habe. Aber wo ich eigentlich denke, oder was ich denke, dass es mir zu klein wird. Mal gucken. Entschuldigung, weil ich stricke ja auch ziemlich, es ist hier, es ist auch nicht sehr dehnbar bei mir. Kann lustig werden. Noch. Wenn mein Kind, deswegen stricke ich erstmal nur eine Socke, wenn mein Kind, dann wirklich die anderen haben will und ich stricke die zu fest, dann gebe ich ihr die Wolle und dann kann sie nochmal die Socken stricken für sich. Habe ich mir so überlegt. Weil ich weiß, ich stricke fester als sie. Sie strickt ziemlich locker. Was du denn? Ja, knabber du den Holz an. Genau. Deswegen. Ich finde dieses Socken so cool mit das Herz hier drin. So eine schöne Herbstfarbe.
Ja. Also auf jeden Fall vor dem Poncho und die Kindersocken erstmal voranzubringen. Ich habe noch bis Dezember Zeit, davon abgesehen, aber ich möchte sie gerne eher fertig haben, die Kindersocken. Dann kann ich wieder an meine Weihnachtsprojekte ein bisschen voranbringen. Und dann habe ich sechs Paar Socken eigentlich auf den Nadeln, wenn es mit den Herzsocken da klappt. Dann bin ich bei sechs Paar Socken plus Poncho. Also wenn ich so überlege mit zwei Sachen, die ich auf UFOs habe. Eine Decke ist ja auf UFO und ein paar Socken sind auf UFO. Dann habe ich noch eine Decke. Dann habe ich ein, zwei, drei Paar Socken, die ich eigentlich jetzt hätte. Also zwei, die ich auf jeden Fall angeschlagen hätte. Ja, zwei, die ich jetzt angeschlagen hätte. Und die drei Kindersocken. Entschuldigung, da ich bei acht Sachen. Ziemlich viel. Zehn bin ich doch eigentlich, oder? Sechs Paar Sachen. Ja, ich wäre bei zehn Sachen eigentlich. Genau. Ich wäre eigentlich bei zehn Sachen. Davon sind ja zwei UFOs. Die bleiben auch erstmal UFO. Die eine Decke bleibt UFO, bis ich an der ersten Decke hier fertig bin. Und dann werde ich die empfangen. Ich habe aber noch Lust auf eine andere Decke zu stricken. Da würde ich am liebsten die Wolle besorgen. Aber ich weiß nicht, wann ich das alles machen soll. So viel Zeit habe ich ja gar nicht. So. Was habe ich noch? Damit bin ich jetzt durch. Ach, ich stricke so. Ach, ich stricke. Ich stricke ein Buch. Nee, stricke ich nicht. Ich lese gerade zurzeit wieder ein Buch. Ich werde es euch noch. Ich habe es, glaube ich, schon mal reingehalten. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe ja mal eine Weile immer Bücher reingehalten, wenn ich die gelesen habe. Ich bin am Überlegen, ob ich das Buch noch mal reinhalte, wenn ich es fertig gelesen habe. Entschuldigung, ich weiß auch nicht, ich bin müde. Ich überlege, ob ich das Buch noch mal reinhalte. Das Buch, was ich gerade lese, ist verliebt bis in die Haarspitzen. Das lese ich gerade wieder, das habe ich schon mal gelesen. Bin bei Kapitel 7. Das kann ich auch schon mal sagen. Und danach habe ich vor, Weihnachtsbücher zu lesen. Ich habe drei Stück. Ich bin noch am Überlegen, ob ich davor noch vielleicht was anderes lese. Manu, ich bin am Überlegen, ob ich noch was anderes davor lese. Vielleicht mit den. Ich habe noch ein Buch wo, über einen Bratapfel. Wäre jetzt eigentlich auch in der Jahreszeit schön zu lesen. Mal gucken. Überlege ich mir noch. Entweder lese ich das oder ich lese die Weihnachtsbücher. Überlege ich mir noch. Oder wenn ich drei Weihnachtsbücher fertig habe und es ist noch, sagen wir mal, Dezember, dass ich dann das Bratapfelbuch lese. Oder kann ich auch im Januar eigentlich noch machen? Ja. Ich war gestern Wollkreativmesse in Cottbus. Ja, also wer das nähen mag, kann da gerne hingehen. Es gibt viele Kindernähsachen, also wirklich viele Kindernähstoffe, besser gesagt. Ja, Nähstoffe. Ich habe gerade gedacht, ich habe wieder gestrickt gesagt. Da gab es sehr viel. Ein Stand gab es Wolle. Nur Sockenwolle. Hauptsächlich nur Sockenwolle. Es gab auch Tuchwolle, also für Tücher. Hier ist diese Farbbubbles, wo du immer so drei, vier Fäden hast.
Die gab es noch, da gab es welche, da habe ich erst überlegt, aber dann hätte ich lieber zwei genommen. Weil ich stricke gerne größere Tücher als kleine und da wäre mir ein Bobbel zu wenig. Bestellen wollte ich jetzt dann nicht unbedingt. Also habe ich es gelassen. Und Sockenwolle habe ich zu Hause genug, da brauche ich keine erstmal. Ich will mir noch eine bestimmte kaufen und das ist eine Weihnachtsfarbe. Die hatten sie da auch gehabt, aber ich dachte so, dachte ich so, weiß nicht. Habe ich es gelassen. Genau. Dann war ich noch am einen Stand, da habe ich mir drei Seifen gekauft. Eine Seife, zwei Seifen mit. Zwei Seifen mit Haare, Haarwaschmittel, also für Haare waschen, so rum. Und eine so. Da gab es ein, also eine war mit Wassermelone, das hat richtig gut gerochen. Dann habe ich einmal Zitrone, Lavendel geholt. Ich hoffe, ich vertrag's. Weil Lavendel kann ich leider nicht riechen. Keine Ahnung warum. Ja. Heute habe ich noch Rosenduft geholt.